So, willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Das ist Folge 135 eventuell. Wir schreiben den 10. September, es ist 6.15 Uhr. Es regnet. Vielleicht sind deshalb die Preise für Sachen in der Mühle gerade so schlecht. Naja, wir haben ja Zeit heute. Renoviert haben wir so gut wie alles bei uns. Farblich kann man da bestimmt noch was ändern, aber ja. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wir machen erstmal Missionen, wobei ich halt nur diese eine Mission hier auf der Weltkarte gerade gesehen habe. Vielleicht liegt es am Wetter. Ich weiß es nicht. Cool wäre es, wenn ich echt noch eine Ernte reinbekomme dieses Jahr. Ich denke, der Monat ist einfach schon zu weit. Zu gern jetzt einfach auf der Stelle schon den Jahreswechsel haben. Wobei, das wird dann auch stressig. Da. Fahrzeuge. Da. Was ist das für ein interessantes Wohnhaus ohne Dach? Maria! Kann ich Ihnen behilflich sein? Oh! Bist du mit Hannah verwandt? Hi. Guten Morgen, mein Freund. Guten Morgen, meine Freundin. Kann ich Ihnen behilflich sein? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Na klar. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Wer ist denn dein Freund? Wir haben eh nichts zu tun. Dann können wir auch eine Runde spazieren fahren. Tata. 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 Brumm, brumm, brumm. Mir hätte ich doch besser mit dem Bus gefahren. Naja. Oi, oi, oi.
Ankunft in New Fields. Gibt's hier eine Querstraße? So. Gut. Rechtskurve und dann suchen wir links. Oh Gott. Naja. Links hier irgendwie zwischen den Feldern durch. Ja, noch alles gut. Und hier ist dann kein Weg mehr. Lupine bereit. Ach, Leitplanke. Moment, da. Das sieht doch nach einem Feldweg aus. Und hier ist dann plötzlich kein Feldweg mehr über. Aussteigen. Hallo? Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. Paket? Danke. So. Ist jetzt endlich ein neuer Auftrag gekommen? Nein. Das ist aber schade. Schade, schade, Marmelade. Ich dachte, ich hätte Äpfel gesehen. Habe ich mich wohl geirrt. So, Storch, flieg mal lieber weg. Echt gefährlich hier. Den Weg hätten wir nehmen können. Da, da, da. Was für ein Wochentag ist Dienstag? Keine Ahnung, was die Leute alle machen heute. Keine Aufträge da. Da, 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 da. Die, ups, Entschuldigung, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Gott. Der war schwer zu sehen, der war getarnt. Die treffen sich an der Kirche. Naja. Sprung. Ich dachte, da sitzt ein Bär. Da, da. Ta, ta. Wir fahren weiter. Und Eier sind noch da. Gott. Anna wohl noch nicht gemacht. Wobei, wenn es regnet, kann es sein, dass sie heute den ganzen Tag am Kochen ist. Da, 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 da.
Mädel, lauf nicht weg. Maria. Ich gehe kaputt. Jetzt rennt die davon. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. Danke. So. Nicht allzu viel Geld heute bekommen. Schade. Dann fahren wir jetzt wieder auf den Hof. Hab keine Ahnung, was ich gerade mit Hanna besprechen soll. Weitere Aufträge gibt es ja heute nicht. Wir springen mal kurz hin. Und ach, da ist Hanna. Bei den Hühnern. Ach Gott. So, jetzt nochmal Anlauf. Hallo, Hanna. Schatz. Hallo, Schatz. Flirten wir eine Runde mit dir? Schön, dich zu sehen, meine Liebe. Wie geht es dir? Mir geht es gut, Schatz. Danke. So. Weiter. Hallo, Süße. Hallo, Süße. Guten Morgen, Liebes. Guten Morgen. Meine Liebe, du bist so schön wie ein sonniger Morgen. So schön, das zu hören. Danke. Na bitte. Hallo, Liebling. Guten Morgen, Liebes. Brauchst du irgendwas? Schatz? Nein, im Moment nicht. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Genieß den Tag. Auf Wiedersehen, Schatz. Na gut, dann... Ja, Arbeit ist eigentlich fertig. Setzen wir uns wieder in den Pickup. Gewächshaus. Soll ich nochmal schauen? Jetzt müssten die Preise eigentlich ganz unten sein. Nein. Was wir einmal haben, geben wir nicht wieder weg. Erbsen. Festfahren, nicht festfahren. Vorsicht, Vorsicht. Langsam. So, wie sehen die Äpfel aus? Grün. Grün. Pickup stellen wir mal wieder drüben zum Nachbarn. Hier sollen die Einfahrt. Aussteigen. Was? Ah, Sozialpunkte vom Nachbarn wegen den tollen Blumen. Hier vorne sind ein paar die Blühen, hier sind auch ein paar. Sehr schön. Hatte ich Rex schon gefüttert?
Stücken Wurst geben. Und streicheln. So. Hanna kocht. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir schauen mal in die Vorratskammer. Hundert Eier. Eier. Tomatensuppe, Würstchen, Hamburger. Milch in der Kanne. Na gut. Dann hab ich jetzt eigentlich erstmal nichts weiter zu tun. Kann ich mir eine Speise raussuchen? Ach, stimmt, ich wollte doch mal. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich verlege jetzt keine Fliesen. Ich bin beschäftigt. Fliesen hier im Haus. So. Moment, wenn sie am Kochen ist, mache ich mal noch die Tiere. Gute Arbeitsteilung ist das bei uns. Zack, zack. Hier erstmal zu. Ab zu den Kühen. Dann melken wir mal. Da, da, ta, ta, ta. So. Kühe gemolken, Eier abgenommen. Hier liegen keine neuen. Und Hanna ist im Garten. Sehr schön. Hallo. Wir Hanna. Später. Ach. Ich bin fertig mit der Arbeit für heute. Hallo Liebling. Lass uns ins Bett gehen. Brauchst du irgendwas? Brauchst du irgendwas, Schatz? Nein, im Moment nicht. Na gut. Hallo, meine Schönheit. So toll, dich zu sehen.
Schön zu hören. Danke dir. Mist. Dann habe ich jetzt 10 Uhr morgens nichts mehr zu tun. Dann gehe ich ins Bett. So, tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.